Ja, herzlich willkommen auch von mir zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Grundlagen der Modellierung Mikrofee 2D-Platte. Bevor wir in den eigentlichen Vortrag, in das eigentliche Webinar einsteigen, vielleicht nochmal kurz ein Hinweis zu der Software Microsoft Teams, die wir jetzt heute verwenden. Wir sehen ja, Sie sind ja erfolgreich jetzt dem Webinar beigetreten. Oben rechts können wir den Fragen- und Antwortbereich erreichen. Herr Heuss hat Sie ja gerade eben darauf hingewiesen. Und im unteren Bereich können Sie eben entscheiden, ob das anonym gepostet oder veröffentlicht werden soll oder mit Ihrem Namen. Ja, Sie sehen auch unten links in der Ecke, da gibt es das Play-Symbol, damit können Sie, oder das Pause-Symbol, damit können Sie eine Unterbrechung erreichen. Und rechts daneben, mit dem Schalter, Live, können wir dann auch immer wieder nach einer Unterbrechung, an die jetzige Live-Stelle zurückkehren. Gut, was haben wir jetzt gemeinsam vor? Wir werden uns mit verschiedenen Beispielen beschäftigen, damit eben wir die verschiedenen Aspekte der Modellierung auch bearbeiten können. Und dazu werden wir uns einmal mit dem Beispiel 1 beschäftigen. Das sehen wir hier dargestellt. Das ist ein einfacher Grundriss, rechteckförmig. Und wir werden natürlich mit den Konstruktionslinien dieses Modell erstellen. Und Schwerpunkt sind hier die Eingaben mit den kartesischen Koordinaten. Dann werden wir das Modell im Beispiel 2 noch etwas verändern. Sie sehen, der Erker, der eben noch rechteckig war, der wird dann rund ausgeführt. Und da geht es natürlich dann auch nochmal um die Modellierung speziell der Lagerungen. Ja, dann werden wir noch kurz ein Beispiel 3 angucken. Da sehen wir, das ist ein eher ja, untypisches Beispiel, aber hier liegt dann der Schwerpunkt auf dem Arbeiten mit den Polarkoordinaten. Ja, dann haben wir noch ein viertes Beispiel, bei dem wir uns um die Eingabe mit den Rastern beschäftigen wollen. Also sehen wir, nehmen verschiedene Beispiele, um eben auch diese große Bandbreite der Möglichkeiten hier abzudecken. Und das fünfte und letzte Beispiel unseres Webinars wird sich mit Folien beschäftigen. Also wie arbeiten Sie am besten, wenn wir eine DWG-Folie als Grundlage verwenden? Ja, und beim Beispiel 5 gehen wir am Schluss des Webinars auch nochmal auf die Ausgabenverwaltung ein. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir wechseln in den Projektmanager. Und hier im Projektmanager, da haben wir bereits ein Projekt vorbereitet, in dem wir jetzt diese Beispiele bearbeiten werden. Wir sehen im Register Mikrofee Eurostar, hier ist das Modell noch leer. Hier werden wir jetzt unsere Beispiele bearbeiten. Im Register Baustatik gibt es ein paar Statikpositionen, damit wir im Beispiel 1 dann auch Lasten übernehmen können. Und unter Dokumente finden wir nochmal unsere Beispiele. Wir können ja zur Erinnerung nochmal das Beispiel 1, das PDF hier öffnen. Also diese Geometrie, die wollen wir jetzt gemeinsam modellieren. Ja, wir gehen ins Register Mikrofee Eurostar und wählen aus, dass wir jetzt ein neues Modell erstellen. Wir entscheiden uns für den entsprechenden FE-Modelltyp. Wir bleiben heute in dem Webinar bei dem Typ Mikrofee 2D-Platte. M100.de ist der Modulname des Grundmoduls, was wir für diese Aufgabe brauchen. Wir überlegen uns eine Bezeichnung. Das ist natürlich das Beispiel 1. Klicken auf OK und die Mikrofee-Oberfläche wird uns natürlich angezeigt. Ja, zwei Hinweise zur Oberfläche. Sie sehen natürlich jetzt, wir haben speziell für das Webinar eine Auflösung gewählt, damit Sie als Zuschauer auch eine Chance haben, die ganzen Schaltflächen und Texte möglichst lesen zu können. Vielleicht ist es bei Ihnen immer noch ein Hauch unscharf, aber aus unserer Sicht ist das ein halbwegs guter Kompromiss zwischen Platz zum Modellieren, also Platz, Zeichenfläche und der Lesbarkeit für Sie als Zuschauer.
Also für Sie, wenn Sie mit der Worksuite, mit Microfee arbeiten, haben Sie natürlich mehr Raum, mehr Platz, um Ihre Modelle zu erzeugen, weil Sie einen Full-HD-Monitor benutzen, oder einen 4K-Monitor. Da gibt es natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Ja, der zweite Hinweis, wir sehen, die Oberfläche besteht zum einen natürlich aus dem Menüband. Da haben wir die einzelnen Optionen als Schaltflächen aufgeführt. Und wir sehen die Eigenschaften, da werden wir immer wieder zurückwechseln, um entsprechend Einstellungen anzupassen. Ja, und jetzt beginnen wir natürlich unser Beispiel zur Erinnerung. Wir haben ein Rechteck, was wir hier jetzt vielleicht am besten modellieren. Wir haben hier eine Breite oder eine Länge von 16,57 m. Und mit diesen Maßen wollen wir jetzt entsprechend arbeiten. Wenn wir jetzt mit der Eingabe der Platten beginnen, gehen wir ins Register Bauteile, klicken auf den Schalter Platte und jetzt bekommen wir einmal in der Optionenleiste schon die Auswahl der Vorlage angeboten und natürlich auch die Auswahl der Eingabeoptionen. Das heißt, welche Variante der Modellierung führt uns jetzt am schnellsten zum Ziel? Und da nehmen wir die Rechteckeingabe über zwei Punkte. Und jetzt sehen wir schon, in dem Moment, wo wir die Eingabe beginnen, werden die sogenannten Konstruktionslinien angezeigt. Und das ist ja auch mit ein Schwerpunkt unseres Webinars. Wie arbeiten wir mit den Konstruktionslinien? Und da sehen wir, die Konstruktionslinien besitzen einen Ursprung. Der liegt hier im Ausgangspunkt aktuell im globalen Ursprung. Und Sie sehen auch eine Achse, die ist hier grün gestrichelt. Die anderen sind hellblau, türkis gestrichelt. Die grüne Achse ist die lokale X-Achse. Auf die beziehen sich dann unsere kartesischen Koordinaten, die wir eintragen. Und das werden wir auch gleich sehen. Die Lage der Konstruktionslinien wird sich natürlich verändern und auch die Ausrichtung kann sich natürlich verändern. Ja, wir starten jetzt die Eingabe. Vielleicht noch ein kurzer prüfender Blick. Rechts die Eigenschaften der gewählten Vorlage. Wir haben hier also C2530 gewählt, Materialstärke 20 cm, Belastungen können wir hier schon eintragen und so weiter. Ja, Rechteckeingabe über zwei Punkte bedeutet, wir klicken zwei Punkte. Erster Klick in den Ursprung, zweiter Klick definiert die Ausdehnung der Platte und Sie sehen, grün hängt als Vorschau das Rechteck an der Maus. Beachten Sie bitte unten rechts die vier Zahlen, das ist einmal A und W für die Polarkoordinaten. Und wir haben XY für die kartesischen Koordinaten. Und wenn wir uns jetzt hier mit dem Mauszeiger in der Oberfläche bewegen, dann sehen wir, wie unten die Zahlen sich verändern, die immer genau die Cursorposition widerspiegeln. Und jetzt wollen wir ja genau unsere Abmessungen eintragen. In X-Richtung nach rechts 16,57 m. Also drücken wir auf der Tastatur die Taste X und dann sehen Sie rechts unten, die Eingabe ist aktiv. Und da schreiben wir unser gewünschtes Maß, was wir uns aus dem Architektenplan abgelesen haben, ein. Wichtig, wir drücken jetzt nicht auf Enter, denn Sie sehen rechts bei Y, da steht noch ein krummer Wert, der nicht zu meiner Geometrie passt. Also drücken wir auf die Tabulator-Taste und jetzt springen wir in die Y-Eingabe und tragen auch hier den gewünschten Wert ein. Wichtig ist, wir können jetzt so oft auf Tabulator drucken, wie wir Lust und Laune haben, wie oft wir das brauchen. Denn mit dem Drücken auf die X-Taste weiß Microfee, wir wollen kartesische Koordinaten eintragen. Und dann können wir so oft mit Tabulator wechseln, bis die Werte passen und dann mit Enter die Eingabe schließen und wir haben unser gewünschtes Rechteck modelliert. Ja, jetzt sehen wir, im unteren Bereich ist unser Rechteck. Im Menüband unter Ansicht können wir auswählen Zoom alles. Dann wird das, was bisher modelliert ist, in Maximalgröße angezeigt. Gucken wir nochmal das PDF an. Wie geht die Modellierung weiter? Wir haben jetzt hier unten noch ein weiteres Rechteck. Das besitzt zum Beispiel zur linken Ecke einen Abstand von 8 Metern und ist 4,57 m lang, das Rechteck. Und 3 m hoch. Also, wir sehen hier unten, die Eingabe der Platte läuft weiter. Als nächstes wird die Platte 2 modelliert. Und Sie sehen, die Konstruktionslinien, die wandern immer automatisch mit. Also jeden Punkt, den Sie anklicken bei der Modellierung, wird genutzt, um an diese Stelle die Konstruktionslinien zu platzieren. Das heißt, hier oben könnten wir jetzt direkt wieder weiterarbeiten. Sie sehen, unsere Koordinaten unten rechts beziehen sich immer auf diesen lokalen Ursprung. Wenn wir jetzt aber sehen, wir brauchen
jetzt eine Eingabe, die sich auf diese Ecke hier unten links bezieht, dann haben wir diese Konstruktionslinien neu zu platzieren. Und das erreichen wir über das gleichnamige Kontextregister, Konstruktionslinien. Da finden Sie sehr viele Funktionen bzw. alle Funktionen, die wir brauchen, um die Konstruktionslinien zu steuern. Und eine wichtige Funktion ist natürlich dieser Schalter hier, Ursprung setzen. Und jetzt will Mikrofee wissen, wo soll denn der Ursprung hin? Wir klicken ihn links an die Ecke. Und damit sehen wir, sitzt der Konstruktionslinienursprung an der gewünschten Stelle. Wir können bezogen zu dem Ursprung messen. Und jetzt fahren wir einfach mal mit der Maus gefangen auf der horizontalen Konstruktionslinie, einfach mal ungefähr in die Richtung, wo wir hinwollen. Jetzt können wir entweder zum Beispiel wieder auf die Taste X drücken. Da sehen wir, aktuell sind wir bei ungefähr 4 Meter. Das überschreiben wir mit 8 Meter. Die Y-Koordinate, die ist exakt 0 durch das Fangen, also können wir direkt mit Enter schließen. Und der Startpunkt unserer Rechteckeingabe ist gesetzt. Ja, der zweite Punkt, der muss jetzt nach rechts 4,57,5 Meter und nach unten 3 Meter. Wichtiger Tipp: Wir gehen immer mit der Maus, wenn wir modellieren, einfach schon mal ganz grob in die Richtung, wo wir hinwollen. Und dann sehen wir nämlich, wenn wir jetzt die Koordinaten eintragen, wir drücken wieder auf die Taste X, dann sehen jetzt 2,72 Meter sind aktiv. Achten Sie drauf, unten rechts ist das zu erkennen. Da tragen wir jetzt unsere 4,57,5 Meter ein und drücken natürlich auf die Tabulator-Taste. Ja, und dadurch, dass wir jetzt einfach schon mal mit der Maus in die gewünschte Richtung zeigen, erkennen wir jetzt sofort die Y-Koordinate, die ist negativ einzutragen. Denn wir sind jetzt ja im rechten unteren Quadranten, hier ist die Y-Koordinate negativ, also drücken wir auf Enter und wir haben die zweite Platte entsprechend des Plans modelliert. Gut, grundsätzlich arbeiten wir ja hier in unserem FE-System, wenn wir uns den Plan nochmal betrachten, bei den Wänden bezogen zu der Systemlinie. Also wir modellieren unsere Platte jetzt entsprechend bis auf die Mittellinie, bis auf die Achse unserer angenommenen Linienlagerung. Wir haben hier eine Wandstärke von 17,5 und das wäre jetzt das nächste, was wir natürlich modellieren, dass wir aufs Register Auflager wechseln und mit der Lagerung jetzt die Modellierung fortsetzen. Ja, klicken wir auf den Schalter Wandlager. Dann sehen wir, wie sich die Oberfläche wieder verändert. Wir haben die Auswahl der Vorlage für das Wandlager. Wir wählen die Eingabeoption. Wir wollen zum Beispiel jetzt das Lager polygonal, also umlaufend, definieren. Auf der rechten Seite können wir eine Mauerwerksdefinition auswählen, eine Wanddicke und natürlich noch die Wandhöhe. Ja, und das ist der große Vorteil, wenn wir hier in Mikrofee diese bauteilbezogenen Lagerungen für Wände oder Stützen, also für Linien- und Punktlager verwenden. Wir wählen ein Material, das kennen wir ja in der Regel. Und wir kennen natürlich auch die Abmessungen des Bauteils. Und damit ist Mikrofee in der Lage, uns einen vernünftigen, realistischen Federwert zu bestimmen. Und damit arbeiten wir hier immer mit elastischen Lagerungen, was hier auch realistischere Ergebnisse erzeugt. Ja, bei der Eingabeoption Polygon können wir jetzt die vorhandene Geometrie einfach anklicken. Da haben wir jetzt keine weiteren Eingaben vorzunehmen, also jeweils ein Klick auf die Ecke. Und Sie sehen die Polygoneingabe, mit jedem Klick wird das fortgeführt. Soll die Eingabe beendet werden, drücken Sie auf die Enter-Taste und wir haben unseren Polygonzug umlaufend definiert. Ja, gucken wir uns nochmal den Plan im PDF-Format an. Wir sehen natürlich, wir haben hier noch eine Innenlagerung und aus dem Plan haben wir uns das schon mal vorbereitet. Wir haben also bezogen zu der Ecke einen Abstand von 1,09 Meter und nach oben 2,80 Meter. Und eine Länge des Lagers von 2,40 Meter. Also das wird als nächstes modelliert. Wir arbeiten natürlich weiter mit den Konstruktionslinien. Achten Sie natürlich immer darauf, wenn wir die Konstruktionslinien hier betrachten. Aktuell zeigt hier unsere lokale T-Achse nach oben. Das kommt durch die Eingabe. Sie erinnern sich, wir haben im Uhrzeigersinn modelliert. Das heißt, vorletzter Klick war hier, letzter Klick war hier.
Damit wird nicht nur die Lage der Konstruktionslinien übernommen, sondern auch die Ausrichtung. Das heißt, die letzte Strecke, die modelliert wurde, zeigte nach oben. Damit zeigt auch die R-Achse, die lokale X-Achse nach oben. Ja, wenn wir jetzt bezogen hier unser Lager modellieren wollen, bezogen zu dieser Innenecke, dann muss natürlich unsere Konstruktionslinie oder der Ursprung, der muss hierhin platziert werden. Also gehen wir zurück zu den Konstruktionslinien, wählen wieder den Schalter Ursprung setzen. Und jetzt will ich natürlich, dass die X-Achse für die nächste Eingabe wieder nach rechts zeigt. Also bleiben wir noch im Kontextregister und klicken hier auf Richtung 0 Grad. Und dann können wir das jederzeit auch so ausrichten, wie das für uns von Vorteil ist. Ja, wir sind immer noch bei der Eingabe. Das sehen wir hier unten des Mauerwerkslagers. Eingabeoption könnten wir jetzt zurückgehen von Polygon auf Strecke. Und auch hier gilt der Tipp, wir gehen einfach mit der Maus schon mal grob in die Richtung, wo wir hinwollen. Und Sie sehen schon mal unten, bei X und Y wird uns ja die aktuelle Cursorposition dann angezeigt. Wir drücken wieder auf die X-Taste. Eingabe ist aktiv. Da schreiben wir 1,09 rein. Wechseln mit der Tabulator-Taste in die Y-Eingabe. Hier haben wir unsere 2,80 Meter. Und jetzt drücken wir auf Enter. Und wir haben die erste an den Startpunkt gesetzt. Jetzt geht es um die Länge. Und jetzt sehen Sie natürlich auch, wir können die Eingaben natürlich je nach Bedarf kombinieren. Den Startpunkt haben wir mit kartesischen Koordinaten erzeugt. Den Endpunkt, weil wir ja die Konstruktionslinie fangen, drücken wir einfach auf die Taste A, um den Abstand zum Startpunkt einzutragen von 2,40 Meter, Enter. Und wir haben unsere Innenlagerung entsprechend des Plans exakt platziert. Ja, wir brauchen noch eine weitere Wand. Wir gucken uns noch mal kurz den Plan an. Und zwar sehen wir die Wand, die hier noch gebraucht wird. Die sitzt auf der Verlängerung der Außenwand. Und die Wandlänge selbst, die ist jetzt leider gar nicht vermaßt. Wir sehen nur den Abstand bzw. die Strecke, die offen bleibt als Durchgang, 1,59 Meter. Ja, wie gehen wir jetzt vor bei der Situation? Wir wollen eine Wand modellieren in Verlängerung dieser Wand, dieser vorhandenen Wand. Also unser Konstruktionslinienursprung, den brauchen wir an der Ecke. Also gehen wir wieder auf Konstruktionslinien, Ursprung setzen. Und jetzt sitzt schon mal die Linie dort, wo wir sie brauchen. Eingabeoption ist Strecke. Das heißt, über zwei Klicks, den ersten Klick hier am Schnittpunkt, können wir direkt anklicken. Führen wir direkt aus. Den zweiten Klick, da wissen wir jetzt gar nicht so genau, wie lang ist denn die Wand. Wir wissen, wie gesagt, nur die Lücke. Also, wichtiger Hinweis, folgendermaßen gehen wir vor. Wir fangen jetzt einfach die Ecke, ohne zu klicken, und drücken auf die Taste A. Und jetzt sehen wir unten, der aktuelle Abstand ist 5,57 Meter. Ich denke, die Zahl kommt uns bekannt vor. Das ist einfach unsere Plattenabmessung. Und jetzt gehen wir einfach mit den Pfeiltasten ans Ende und schreiben hierhin minus 1,59 Meter, Enter und haben damit auch diese Wand modelliert durch die Differenz quasi, dass wir einfach dieses Maß abgezogen haben. Also Sie sehen, wir können hier sehr viel erreichen, auch ohne dass wir uns Hilfslinien zeichnen oder Ähnliches. Gut, dann brauchen wir noch eine Treppenaussparung. Auch hier nochmal ein kurzer Blick, damit Sie sehen, was wir als nächstes modellieren. Wir haben hier eine Größe von ungefähr von genau 4,59 Meter auf 1,84 Meter. Nutzen wir natürlich auch wieder die Eingabe von kartesischen Koordinaten. Gehen ins Register Bauteile und auf den Schalter Aussparung. Wir müssen jetzt nicht unbedingt vorher den Ursprung an die Ecke setzen, weil wir zu dem Punkt messen wollen. Denn wenn wir hier den Punkt anklicken können, wird ja automatisch mit dem Klick der Ursprung platziert und wir können sofort unsere Abmessungen eintragen. Auch hier gehen wir natürlich in die Richtung, wo wir ungefähr hinwollen, drücken auf die Taste X, dann sehen wir, das sind negative Koordinaten, also tragen wir hier entsprechend ein, minus 4,59 Meter. Tabulator nach unten auch negativ minus 1,84 Meter, weil wir uns ja im rechten, im linken unteren Quadranten befinden. Enter schließt die Eingabe
und wir haben unsere Aussparung modelliert. Ja, soweit die Bauteilgeometrie zu unserem Beispiel. Jetzt wollen wir hier noch ein paar Lasten modellieren und das funktioniert ganz ähnlich, wie wenn wir mit den Positionen für die Bauteile arbeiten. Wir gehen ins Register Einwirkung. Wir sehen, die Einwirkungen generell, die wir nutzen können, bekommen wir hier angezeigt. Verwaltet werden die im Projektmanager. Aber mit der Standardsituation hier können wir die meisten Projekte direkt bearbeiten, ohne jetzt noch irgendwelche Einwirkungen vorher erzeugen zu müssen. Ja, dann sehen wir, es gibt einen Schalter Lastfelder teilen. Dieser Schalter bezieht sich, wenn wir hier die Platte nochmal markieren, bezieht sich auf die Eigenschaften unserer Plattenposition. Und hier sehen wir im Kapitel Belastung, dass es Eigengewicht gibt, eine sonstige ständige Last, kennen wir ja im Hochbau für den Fußboden. Und dann haben wir noch die Nutzlast, Einwirkung QKN. Und wir sehen hier, aktuell wirkt diese Nutzlast in einem Feld. Das Feld trägt den Namen der Platte und noch eine Nummer. Und dieses Feld erstreckt sich jetzt über die ganze Plattengeometrie. Und wenn wir hier sehen, dass wir auch noch mit Innenauflagern zu tun haben, dann wissen wir natürlich, wir brauchen ja für ein Stützmoment eine Lastfeldanordnung, die möglichst das ungünstigste Moment darstellt. Das Feldmoment. Stützmoment ist ja Volllast in Ordnung, aber für die Feldbemessung brauchen wir eine Situation, das kennen wir ja vom Durchlaufträger, benachbarte Felder sind zu entlasten, damit wir das maximale Feldmoment erreichen. Also hier gehen wir folgendermaßen vor. Wir gehen ins Register Einwirkungen, Lastfelder teilen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Eigenschaften oder die Lasten in den Eigenschaften aufzuteilen. Das sehen wir, ist standardmäßig hier die kreuzweise Teilung vorgeschlagen. Ich gehe mal auf die Teilung parallel zur R-Richtung. Können wir einmal hier teilen. Dann wechseln wir auf die S-Richtung, können wir nochmal hier teilen. Und so erzeugen wir uns die Felder, wie wir sie entsprechend für sinnvoll erachten, für unser Modell. Ja, als nächstes sehen wir, wir können Punktlasten und Linienlasten definieren. Wir beginnen als nächstes oder wir fahren fort mit der Modellierung von einer Linienlast. Und zwar, wir haben hier eine Treppenöffnung. Die Treppe ist hier viertelgewendet, kommt hier um die Kurve und hier oben liegt die auf der Decke auf einer Strecke von 1,20 Meter beispielsweise. Und eine Treppe liefert uns ja immer zwei Lastanteile. Wir haben das Eigengewicht, wir haben die Nutzlast. Also tragen wir hier in den Eigenschaften dieser Linienlast noch eine zweite Zeile ein. Und wenn wir den Lastfall berühren, dann sehen wir im Tooltip, Lastfall 2 gehört zur Einwirkung QKN. Das würde ich gern ändern, dass wir bei der Einwirkung GK den Lastfall 1 auswählen. Auswahl bei FG sehen wir hier eingestellt PGR. GR steht für Gravitation, P für Last. Also die Last wirkt nach unten positiv bei dieser Einstellung. Und dann tragen wir hier einen Eigengewichtsanteil ein von 9 kN pro Meter. Und für die Nutzlast gehen wir zum Beispiel mal auf 7 kN pro Meter. Also diese Werte, die tragen wir hier einfach ein. Mit einem Klick auf dieses Quadrat können wir auch diese Trapezlastordinaten für Anfang und Ende entkoppeln, falls Sie trapezförmige Lasten brauchen. Ja, und die Modellierung dieser Linienlast ist jetzt ganz einfach. Wir setzen unseren Startpunkt, zum Beispiel hier, erster Klick. Sie sehen, die Konstruktionslinien wandern brav mit, gehen genau an den Punkt und wir fangen die horizontale Konstruktionslinie, gehen mit der Maus nach links in die Richtung, wo wir wollen. Und hier nutzen wir auch wieder die Polarkoordinaten, dass wir mit der Taste A einfach den gewünschten Abstand, also in anderen Worten die Lastlänge, modellieren. Sie sehen, durch das Fangen der Konstruktionslinie, wir haben hier einen Winkel von 180 Grad, wird natürlich die Richtung definiert. Und das ist auch ein schöner Vorteil bei der Arbeit mit dem Abstand. Anders als jetzt X- oder Y-Koordinaten. Bei X-Koordinate hätten wir jetzt minus 1,20 Meter eingetragen, weil wir uns ja in dem negativen Koordinatenraum bewegen. Der Abstand, der ist natürlich immer positiv. Ja, jetzt hätten wir also diese Streckenlast modelliert und als nächstes brauchen wir noch zwei Punktlasten. Und wir gucken gerade mal ganz kurz gemeinsam in den Projektmanager
Und hier finden wir ja das Beispiel 1, da haben wir eine Statik, ein Statikmodell vorbereitet. Und da sehen wir dieses Gebäude, das erhält ein Sparrendach, also ein Pultdach. Und wir stellen uns die folgende Situation vor, diese Mittelauflagerung, das ist entsprechend bei unserem FE-Modell genau hier, wo diese Innenwand auch im Erdgeschoss sitzt. Und die Belastung von diesem Sparren, die wird auf die Mittelfette übertragen. Und da haben wir jetzt drei Innenauflagerungen. Und das wäre einmal hier mitten im Feld, dann am Wandkopf und hier entsprechend auf der Wand. Also da wollen wir jetzt Lasten ins FE-Modell platzieren, die in der Baustatik ermittelt wurden. Also gehen wir ins Register Einwirkungen, jetzt auf die Punktlasten. Und wir wollen jetzt natürlich auf dieser Achse dieser Wand arbeiten. Das heißt, wir gehen auf die Konstruktionslinien, Ursprung setzen, zum Beispiel hier an den Wandkopf. Und auch hier sehen wir wieder die Linie, die wir modelliert haben, die ging von rechts nach links. Daher hat sich die Konstruktionslinie auch entsprechend ausgerichtet und das können wir mit Richtung 0 Grad auch wieder zurückdrehen. Ja, jetzt haben wir die horizontale Achse schon mal definiert, aber wir brauchen natürlich das Maß bezogen zu der Außenwand nach rechts 4,1 Meter. Also brauchen wir hier den Ursprung. Also klicken wir nochmal auf Ursprung setzen und dann können wir die Einzellast entsprechend hier bei einem Abstand von 4,1 Meter platzieren. Auch bei der Einzellast können wir natürlich Lastordinaten manuell eintragen. Aber bei der Last gehen wir jetzt einen anderen Weg. Wir löschen diese Zeile einfach mal raus und wir gehen in den Eigenschaften weiter zum Lastabtrag. Und hier können wir jetzt auf die Statikpositionen zugreifen und wir holen uns jetzt von unserer Mittelfette das Auflager B. Wie gesagt, den Abstand 4,1 Meter. Drücken wir auf die Taste A. Sie sehen unten, aktuell sind wir bei ungefähr 2,20 Meter. Da drücke ich jetzt den Wert 4,1 Meter ein, bestätigen wir mit Enter und wir haben die Punktlast definiert. Dann gehen wir auf das Auflager B, das soll hier an dem Wandkopf platziert werden und dann noch das Auflager D entsprechend auf der querlaufenden Innenwand im Erdgeschoss. Und dann haben wir diese drei Lasten platziert. Ja, vielleicht ein kurzer Blick auf die Belastung. Wir sehen ja hier oben das Menüband, Register FE Modell, Register Ansicht. Wir schalten das Ganze in die 3D-Darstellung. Da sehen wir schon mal die Lastpfeile. Und im Register FE Modell können wir uns die Lastwerte auch mal anzeigen. Also klicken wir hier auf Lasten. Wir wollen das Ganze einwirkungsweise darstellen, Einwirkung GK. Und die Lastwerte werden dargestellt. Dann sehen wir also hier die Lastordinate, die jetzt aus der Baustatik, aus dieser Dachbearbeitung übernommen wurden. Können wir auch noch wechseln, was kommt hier beim Schnee entsprechend für Belastung. Wir sind hier in einer höheren Schneelastzone, also können wir hier genau sehen, welche Werte wurden hier übertragen. Gut, über das Register Ansicht gehen wir wieder in die Draufsicht zurück. Das war jetzt soweit unser erstes Beispiel. Hier haben wir uns jetzt erstmal um die Modellierung gekümmert. Als zweites Beispiel, wie angekündigt, wollen wir uns ja mit folgender Situation jetzt beschäftigen. Wir haben jetzt hier einen schönen rechteckigen Grundriss gehabt. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn wir zum Beispiel hier eine runde Situation haben, einen runden Erker beispielsweise? Und dazu verändern wir jetzt einfach unser Modell, beziehungsweise wir speichern das ab. Und dann gehen wir auf das Systemmenü und wählen hier aus in der Rubrik Modell. Wir wollen das Ganze als Speichern unter, nutzen das Modell als neues Modell. Und das wird jetzt das Beispiel 2. Ja, und jetzt ändern wir natürlich ein paar Punkte. Sie sehen ja unsere Außenwand. Wenn wir die markieren, das ist jetzt eine Position. Und wir wollen die natürlich hier im Bereich des Erkers jetzt löschen. Das heißt, wir brauchen hier eine Teilung. Also wir klicken das Lager an und dann sehen wir im Kontextregister oben bearbeiten, werden uns verschiedene Optionen angeboten, Standardfunktionen wie verschieben, kopieren.
Wir gehen jetzt aber hier weiter nach rechts und hier sehen wir den Schalter Teilen. Und jetzt könnte ich natürlich einfach einen Klick ausführen, einen zweiten Klick ausführen. Jetzt habe ich hier zweimal geteilt und jetzt sind wir in der Lage, dieses U-förmige Lager mit der Taste Entfernen einfach zu löschen. Wären wir ja eigentlich schon am Ziel, aber ich will Ihnen noch einen kleinen Tipp zeigen. Und zwar, ich gehe hier oben nochmal auf rückgängig und nochmal auf rückgängig. Jetzt haben wir entsprechend wieder eine Position. Wir wiederholen nochmal fast den Weg. Wir gehen wieder auf das Lager, gehen hier oben wieder auf Teilen. Und jetzt beachten Sie bitte, für das Teilen gibt es auch eine Eingabeoption. Und ich kann jetzt entscheiden, das individuelle Teilen, was wir eben benutzt haben, um an zwei definierten Punkten zu teilen. Oder wir probieren hier mal das automatische Teilen an allen Ecken aus. Und jetzt sehen Sie den grünen Mauszeiger. Wir markieren das eine Lager und haben damit an jeder Ecke dieses Polygonzuges eine Teilung erzeugt. Also kleiner Tipp, wenn wir hier mal nachträglich mehrere Teilungen brauchen, kann das für Sie auch interessant sein, diesen, sagen wir mal, schnelleren Weg zu verwenden. Ja, für unser Beispiel gehen wir jetzt so weit. Ich würde jetzt gerne mal alle Außenwände entsprechend löschen. Also gehe ich nochmal auf rückgängig. Jetzt haben wir wieder eine Position und die nehmen wir komplett aus dem Modell. Auch die Platte 2 löschen wir aus dem Modell. Die wollen wir jetzt ja durch eine runde Platte im Prinzip ersetzen. Also gehen wir jetzt wieder auf das Register Bauteile und wählen aus, wir wollen eine Stahlbetonplatte modellieren. Auch hier, wir erinnern uns, wir haben hier die Auswahl der Vorlage. Eingabeoption ist aktuell Rechteck über zwei Punkte. Und jetzt nutzen wir natürlich die Option der Kreiseingabe. Wir können drei Punkte nutzen, um einen Kreis zu definieren. Oder wie wir jetzt, wir nehmen zwei Punkte, um einen Kreis zu definieren. Und dann sehen wir, als nächste Entscheidung werden wir gefragt, wollen wir die mittlere Kantenlänge verwenden? Da sehen wir gerade bei kleineren Platten, ist das schon eher ein Stoppschild als ein Kreis. Deswegen nehmen wir vielleicht mal die andere Option, Gradteilung. Da haben wir also immer zum Beispiel beim gewählten Wert wie hier 20 Grad, haben wir hier immer eine sehr gleichmäßige Situation. Ja, das Ganze soll jetzt wieder bei 8 Meter platziert werden, bezogen zu der linken Ecke. Also wählen wir wieder aus, Konstruktionslinien, Ursprung setzen auf die linke Ecke. Und die zwei Punkte, der erste bekommt einen Abstand, also fangen wir die Horizontallinie. Taste A, Abstand von 8 Meter, drücken wir auf Enter. Und der zweite entsprechend dann wieder 4 Meter. Was hatten wir hier für eine Breite? 4 Meter, 4 Meter 57,5. Also wieder Taste A, Abstand zum ersten Punkt 4 Meter 57,5. Enter und wir haben die Platte modelliert. Ja, aber noch sehen wir, die Platte ist ein Kreis. Wir können hier erstmal eine runde Platte modellieren. Das heißt, im oberen Bereich liegen jetzt die Platten ineinander. Das ist natürlich nicht die Modellierung, die wir am Schluss erreichen wollen. Deswegen klicken wir unser Bauteil an. Und ähnlich wie beim Linienlager finden wir natürlich auch bei dieser Fläche eine Option Teilen. Und dann entscheiden wir uns für die Teilung parallel zur R-Achse. Können wir hier einen Klick ausführen und dann ist die Platte geteilt und den oberen Teil klicken wir an, schmeißen wir raus und damit haben wir unsere Platte erweitert mit einer halbrunden Erkerplatte. Bleiben wir noch bei diesen beiden Platten und zwar sehen wir, das ist die Platte 1. Und die Platte 3. Ich kann natürlich jetzt die Platte 3 auch umbenennen hier rechts, dass ich sage, okay, das ist jetzt die Platte 2, ich will diese Lücke auflösen. Aber vielleicht hätten wir ja auch den Wunsch, diese beiden Platten jetzt als eine Platte darzustellen. Also das Gegenstück zum Teilen ist das Vereinigen, also klicken wir die Platte wieder an und wir sehen hier oben im Register Bearbeiten, neben dem Teilen können wir auch das Vereinigen ausführen. Und jetzt beachten wir Folgendes. Wenn wir zwei Platten vereinigen, ist ja die Frage, welche Eigenschaften gewinnen. Ich könnte ja verschiedene Plattenstärken, verschiedene Festigkeiten verwenden.
Und folgendes ist hier zu beachten: immer die Platte, die Sie zuerst anklicken, die gewinnt am Schluss. Das heißt, wenn wir jetzt die Platte PL1 markieren, im Nachgang die Platte PL2, dann heißt am Schluss die Platte PL1 und der Name ist jetzt mal stellvertretend benannt für alle Eigenschaften. Das heißt, am Schluss die neue Platte besitzt über die ganze Fläche die Eigenschaften der Platte PL1. Klicken wir nochmal auf Rückgängig. Wenn wir das nochmal wiederholen, wir klicken zuerst die Platte 2, dann die Platte 1, dann ist das Ergebnis Platte 2. Also alle Eigenschaften aus der Platte 2 werden auf das neue Bauteil übertragen. Ich gehe wieder auf Rückgängig und wieder auf Rückgängig, um das nochmal entsprechend zu wiederholen. Und jetzt haben wir wieder entsprechend unsere Platte 1. Ja, jetzt soll das Bauteil natürlich wieder gelagert werden. Wir brauchen umlaufend unsere Außenwand. Und jetzt zeige ich Ihnen mal zwei Möglichkeiten, wie wir das hier erreichen, speziell mit dieser runden Platte. Wir gehen also wieder auf das Register Bauteile bzw. auf das Register Auflager zurück. Und da sehen wir ja wieder unseren Schalter für das Mauerwerkswandlager. Kleiner Tipp: Sie sehen die Vorlage Standard, die taucht zweimal auf, einmal mit einer Sternmarkierung. Microfee hat sich jetzt gemerkt, dass wir vor 15 Minuten die Vorlage Standard hier verändert haben und bietet uns deshalb die Vorlage zweimal an. Das heißt, wenn Sie die Vorlage mit Stern verwenden, dann haben wir sofort wieder die gleichen Eigenschaften im Zugriff. Ja, und jetzt sagen wir, wir wollen das Ganze wieder als Polygon umlaufend modellieren. Fangen wir mal hier oben an. Ich gehe jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn. Und jetzt natürlich, je nachdem, wie fein wir diese Platte mit wie viel Grad Teilung modelliert haben, dann müssen wir jetzt hier jeden Punkt anklicken und dann verklicken wir uns vielleicht auch mal. Das kann vielleicht schon mühsam sein, so eine runde Platte hier nachzufahren. Deswegen kleiner Tipp: Ich drücke jetzt auf Backspace, dann wird das einfach wieder zurückgenommen. Und wenn ich jetzt so eine halbrunde Platte vor mir habe als Anwender, nehmen wir folgende Funktion. Wir klicken einfach den Startpunkt dieses Abschnittes, haben wir schon markiert, und jetzt klicken wir auf den Endpunkt und jetzt berühren wir mit der Maus den Polygonzug zwischen diesen beiden Punkten, die auf diesem Polygon liegt. Jetzt klicken wir das nicht an, sondern drücken einfach auf die Taste P. Und dann wurde genau diese Kontur dieses Polygonzuges übernommen. Ich wiederhole das nochmal. Also, wir starten hier auf der linken Seite, kommen jetzt bis zu dem Polygonzug, den wir lagern wollen. Das war der Anfangspunkt. Wir klicken direkt auf den Endpunkt, berühren mit der Maus eine beliebige Stelle auf dem Polygon zwischen den beiden letztgesetzten Punkten, drücken auf die Taste P und diese Kontur wird übernommen. Und dann können wir die Eingabe entsprechend fortsetzen. Ja, oder andere Möglichkeit, ich drücke wieder auf Rückgängig. Sie sehen, der Rückgängig-Schalter spielt hier heute eine wichtige Rolle. Wir gehen wieder auf das Linienlager, gucken uns nochmal die Eingabeoptionen an und Sie finden hier die Option Polygon übernehmen mit Offset 0. Und wenn wir jetzt das Polygon berühren mit der Maus, können wir das einfach anklicken und haben dann entsprechend dieses Polygon, diese Platte umlaufend gelagert. Und damit sehen Sie natürlich, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie Sie möglichst schnell ein Linienlager modellieren können. Im Nachgang steht es Ihnen natürlich dann frei, zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe hier eine Fensteröffnung von 2 Meter, hier nochmal, dass wir im Nachgang einfach die Bereiche dann rauslöschen ohne Lagerung. Also wir klicken nochmal den Lagerzug an, gehen hier auf das Teilen. Und nehmen jetzt natürlich wieder das individuelle Teilen, setzen unseren Ursprung an die gewünschte Ecke in die Richtung, Taste A, haben wir hier das Maß von 1,3 Meter. Klick. Oh, was habe ich gemacht? Habe ich mich vertippt? Also in die Richtung, Taste A, 1,3 Meter, Enter. Erste Teilung in die Richtung, Taste A, 2 Meter. Nochmal in die Richtung, Taste A, 2 Meter. Und ein letztes Mal, Taste A, 2 Meter. Und schon können wir im Nachgang dann die Bereiche auch rauslöschen, die ohne Lagerung modelliert werden sollen.
Also wie gesagt, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Je nach Modell gibt es hier Wege, die möglichst schnell zum Ziel führen. Ja, das war unser Beispiel 2 mit dem runden Erker. Das würde ich jetzt gern so stehen lassen. Gucken wir uns noch einmal ganz kurz ein weiteres Beispiel an. Und zwar wäre das beim Beispiel 3, haben wir hier die Situation, ja, eher ein künstliches Modell, wird in der Praxis vielleicht so klein in den Abmessungen seltener auftauchen. Aber wir sehen jetzt, wir haben hier folgende Situation, einen senkrecht horizontal ausgerichteten Gebäudeteil und dann hier entsprechend einen 30 Grad getreten. Und für das Beispiel geben wir gerade noch mal gemeinsam die Deckenplatte ein. Da kann man eben auch noch mal schön die Möglichkeiten sehen, wie wir mit den Polarkoordinaten und den Konstruktionslinien das Beispiel hier modellieren kann. Also gehen wir wieder ins Register Mikrofee, wählen wieder aus Modell neu. Das wird jetzt wieder eine 2D-Platte, Beispiel 3. Und wir gehen ins Register Bauteile. Wir wollen eine Platte modellieren und nutzen jetzt die Eingabeoption Polygoneingabe. Ja, folgendermaßen modellieren wir das Ganze jetzt. Wir starten einfach hier oben irgendwo auf dieser Strecke, starten mit einem horizontalen Teil, dann geht es 9,76 Meter nach unten, 4,76 Meter nach rechts und so weiter. Also wir starten irgendwo an einer Stelle. Wenn wir in Mikrofee keine Geometrie fangen, so wie ich das jetzt hier ausführe, irgendwo im Raum geklickt, dann wird hier unten die Eingabe aktiv. Wir können hier die Koordinaten zum Beispiel nochmal, ich nenne es mal kletten, dass wir sagen, naja, wir starten hier bei 14 Meter und 20 Meter. So, dann geht es also für uns nach rechts, Taste A, ich nehme einfach mal 5 Meter, dann geht es nach unten, Taste A, 9,76 Meter, Enter, also die Maße, die haben wir uns entsprechend vorbereitet aus dem Architektenplan. Jetzt geht es nach rechts, Taste A, 4,76 Meter, Enter. Und Sie sehen, warum in Mikrofee die Konstruktionslinien immer an den zuletzt gesetzten Punkt mitwandern, weil eben damit immer wieder am letzten Punkt orthogonal weiter modelliert werden kann. Und jetzt geht es nach oben, Taste A, 2 Meter, Enter. Es geht nach rechts, Taste A, 2,09 Meter, Enter. Und jetzt müssen wir eine Neigung vorgeben. Das heißt, jetzt fangen wir nicht mehr die Konstruktionslinie, gehen ungefähr in die Richtung, wo wir hinwollen, drücken auf die Taste A, tragen die Länge ein, 4,09. Und jetzt Tabulator. Jetzt springen wir in den zweiten Wert der Polarkoordinaten, das wäre der Winkel, und tragen hier jetzt 30 Grad ein, Enter. Und jetzt sehen Sie, warum in Mikrofee die Konstruktionslinien sich automatisch auch an die Richtung anlehnen, in der sie modellieren. Also der zweite Klick hat jetzt dazu geführt, dass die Konstruktionslinien um 30 Grad gedreht werden. Denken Sie an eine Zeichenplatte. Vielleicht haben einige von Ihnen schon einmal mit einer Zeichenplatte gearbeitet, im Studium vielleicht. Und da konnten wir ja auch das Linealkreuz entsprechend drehen. Und jetzt arbeiten wir also mit den lokalen Koordinaten x-Strich, y-Strich in 30 Grad gedrehter Ausrichtung. Arbeiten trotzdem orthogonal weiter, jetzt in die Richtung, Taste A, 2 Meter, dann geht es nach rechts schräg oben, Taste A, 3,76 Meter, Enter, dann wieder nach oben, Taste A, hier sind wir bei 3,88 Meter mal 2, also wir können hier auch einen Rechenausdruck eintragen. Und jetzt geht es nach unten, und zwar wollen wir jetzt so weit nach unten, bis wir einen Schnittpunkt mit der horizontalen Linie erreichen. Und da gucken wir jetzt nochmal das Kontextregister Konstruktionslinien an. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel hier gerade schneiden. Und dann klicken wir die Konstruktionslinie an und die vorhandene Linie. Und dann sind wir genau auf dem Punkt und können mit dem letzten Klick die Eingabe der Platte entsprechend abschließen. Drücken wir nochmal bei Ansicht auf Zoom alles, dann wird das ganze Modell dargestellt. Zoom alles erreichen wir auch über das Tastaturkürzel 0, wie Sie das hier im Tooltip gezeigt bekommen.
Ja, damit haben wir diese Platte modelliert. Wenn wir eine Eingabe bearbeiten, dann sehen Sie hier oben auch das Kontextregister Fangen. Und da haben wir die Fangoptionen. Und hier sehen wir im unteren Drittel zwei Checkboxen. Und die sind dafür zuständig, dass die Konstruktionslinien zum einen immer auf den zuletzt gesetzten Punkt wandern und zum anderen, dass die Richtung übernommen wird. Das heißt, wenn Sie jetzt da eine andere Vorstellung haben, Sie würden gern auf das Richtung übernehmen verzichten, dann nehmen Sie diesen Haken raus und können das so steuern, wie das für Ihren Arbeitsablauf interessant ist. Aber die Voreinstellung, die hat schon ihre Berechtigung, denn wir haben nun mal häufig bei uns im Hochbau orthogonale Situationen. Das wird schon in der Regel überwiegen, gleichwohl es natürlich auch Ecken gibt, die einen stumpfen oder einen Spitzenwinkel aufweisen. Ja, auch hier, wenn wir das Ganze noch lagern wollen, gehen wir auch auf das Register Auflager, Wandlager, Eingabeoption, Polygon lagern, Polygon übernehmen. Dann reicht ein Klick und wir haben hier umlaufend erstmal Lager definiert und können im Nachgang noch rausschneiden, wo wir vielleicht eine Türöffnung haben. Noch ein weiterer wichtiger Hinweis, diese Option Polygon übernehmen, die können wir auch für andere Optionen oder andere Positionen nutzen. Denken Sie beispielsweise an eine Bodenplatte. Wir wollen umlaufend Linienlager definieren, Linienlasten definieren. Also gehen wir hier auf den Schalter Linienlast, nehmen die Option Polygon übernehmen. Offset, jetzt überlegen wir uns, naja, die Platte steht 30, 10 cm über, dann haben wir eine 24er Kellerwand, also Offset minus 0,24. 0,22, drücken auf Enter und jetzt können wir einfach das Polygon berühren, klicken das Polygon an. Jetzt sitzt hier entsprechend ein Linienlager-Polygon. Auch das können wir teilen, um dann im Nachgang die Bereiche aufzuteilen, die unterschiedliche Lasten empfangen beispielsweise. Also das können wir immer anwenden. Das sind Standardprinzipien, die auf ja, alle Op Positionen passen. Und dann noch ein kleiner Aspekt bei dem Beispiel, wenn wir uns nochmal das PDF-Dokument angucken. Wir sehen, hier brauchen wir eine Stütze, die auf dieser Strecke halbiert angeordnet wird und auf der Verlängerung dieser Außenwand sitzt. Auch sowas können wir in Mikrofee einfach modellieren, ohne dass wir jetzt eine Hilfslinie brauchen. Wir gehen auf das Register Bauteile, auf das Register Auflager, Stahlbetonstütze. 30 auf 30, Drehungen sind hier 30 Grad. Ja, und wie gehen wir vor? Wir erzeugen uns erstmal die Lage hier in der Mitte unserer Konstruktionslinien und wir richten die Konstruktionslinien aus. Also, wir gehen auf das Register Konstruktionslinien, wählen aus Ursprung setzen, kombiniert mit der Option Mittelpunktkonstruktion und dann erster Klick, zweiter Klick. Und wir sitzen hier mit dem Ursprung genau in der Mitte. Dann gucken wir im Kontextregister, gibt es einen Schalter Richtung anlehnen? Dann klicken wir die Linie an. Jetzt haben wir die Richtung übernommen. Nochmal so in Gedanken wiederholt die Analogie zur Zeichenplatte. Da würden wir das Lineal lösen, eine vorhandene Linie an einer vorhandenen Linie ausrichten und wieder arretieren. Ja, und jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, wir nutzen wieder die Option gerade schneiden, um die Linie mit der den Schnittpunkt zu bestimmen. Oder wir nutzen mal noch eine andere Option, Linie fixieren. Jetzt klicken wir diese Linie an und Sie sehen, die Eingabe bleibt auf dieser Linie. Ich kann den Punkt fangen und schon haben wir mit wenig Aufwand genau diese Lage modelliert. Gut, soweit das dritte Beispiel. Also das dritte Beispiel sollte nur noch mal kurz wiederholen, noch mal aufgreifen, den Hintergrund, warum sich die Konstruktionslinien automatisch drehen, um eben eine orthogonale Eingabe leicht zu ermöglichen. Ja, wir haben noch ein weiteres Beispiel vorbereitet. Und zwar wollen wir uns jetzt bei dem Beispiel überlegen, wie können wir denn hier Raster verwenden, um uns bei der Eingabe nochmal zu unterstützen, weiter zu unterstützen. Wir sehen ja, das ist ja ein herrlicher Grundriss, typisch für den Stahlbeton-Skelettbau.
Wir haben hier ein aussteifende Treppenhaus, Fahrstuhlsituation. Dann haben wir hier Pendelstützen und wunderbar 8 Meter Raster. Also das Modell schreit förmlich, benutze ein Raster. Das wollen wir jetzt ausprobieren. Und ich kombiniere das Ganze noch mit einem weiteren Aspekt. Und zwar haben wir jetzt ja eben immer wieder gewechselt. Ich habe Ihnen das PDF-Dokument gezeigt, dass Sie meinem Beispiel folgen können. Und wir könnten jetzt ja überlegen, ob wir nicht einfach das PDF-Dokument mitnehmen in das Mikrofilmmodell. Aber Schritt für Schritt, wir erzeugen uns erstmal ein weiteres Modell. Wieder auf den Schalter Modell neu. Das wird das Beispiel 4. Ja, und jetzt sehen wir im Modell angekommen, das Register Start bietet Ihnen hier die Gruppe Arbeitsvorbereitung. Und hier finden wir das Raster, damit wollen wir jetzt arbeiten in dem Beispiel 4. Sie sehen aber auch, wir können ein PDF oder eine Grafikdatei hinterlegen. Und das hat natürlich auch seinen Zweck, wenn wir direkt unser Architekturmodell hier erkennen. Wir klicken auf den Schalter PDF. Dann suchen wir uns die PDF-Datei aus, die wir hier verwenden wollen. Sie sehen, hier steht schon was von Skalierung, aber das wissen wir jetzt noch gar nicht. Ich lege das erstmal an einer gewünschten Stelle hier ab. Zum Beispiel die linke Ecke des Plans, die platzieren wir uns in den Ursprung des Modells. Ja, und jetzt müssen wir nicht immer wechseln. Wir sehen unser PDF, aber wir sehen jetzt aktuell Skalierung 50. Ich will natürlich noch prüfen, dass der Maßstab korrekt ist. Und dazu nutzen wir den Schalter Abgreifen. Und dann gucken wir uns das mal noch ein bisschen genauer an. Und zwar oben haben wir die 50 Meter Maßkette. Und dann gehen wir hier einfach mal zum Beispiel auf diese Maßhilfslinie. Die klicken wir an. Erster Klick. Dann gehen wir nochmal auf Ansicht, Zoom alles. Und dann zoomen wir nochmal hier auf der rechten Seite näher ran. Ja, beim Skalieren zoome ich lieber ein bisschen näher ran, damit wir das auch möglichst exakt dann treffen. Das wäre dann also der zweite Klick. Und da sehen wir, aktuell ist diese Strecke ungefähr 17 Meter lang. Wir brauchen hier 50 Meter. Und dann klicken wir auf OK. Und auf Übernehmen. Und jetzt haben wir dieses PDF-Dokument richtig skaliert und müssen nicht immer wechseln, sehen alle Maße, die wir brauchen. Ja, jetzt erzeugen wir uns unser Raster. Wir gehen auf das Register Start. Und wir wählen also aus den Schalter Raster. Und hier bekommen wir verschiedene Vorlagen angeboten. Wir haben einmal das kartesisch feste Raster. Das ist das, was wir jetzt hier brauchen. Wir haben also die Auswahl in R. Das ist typischerweise die horizontale Richtung. Die Möglichkeit, ein festes Rastermaß vorzugeben. Das wäre bei dem Beispiel 8. Genauso wie in S-Richtung. Als nächstes will Microfair wissen, wie sind die Grenzwerte von 0 in R-Richtung bis, das sehen wir hier oben, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 8, also 48 Meter. Wir hätten es auch im Kopf hingekriegt, bin ich sehr zuversichtlich, aber an der Stelle wollten wir auch nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, dass Sie hier auch Rechenausdrücke eintragen können. Und dann sehen wir das Ganze noch in S-Richtung. Da haben wir 2 mal 8, also 16 Meter. Ja, und jetzt hängt dieses Raster an der Maus. Und ein Raster können wir genauso im Modell platzieren, wie jede andere Position auch, an eine beliebige Stelle, wo wir das brauchen. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir klicken das einfach mal ungefähr hier in die Mitte unserer Stütze. So, damit haben wir jetzt schon mal erreicht, dass unser, ich nenne es jetzt mal Hauptraster platziert ist. Aber dann sehen wir für unseren Aussteifungskern,
haben wir hier oben ja ungleichmäßige Längen. Und vielleicht würden wir auch hier gerne mit einem Raster arbeiten. Und zwar gehen wir jetzt nochmal auf das Register Start und platzieren einfach ein zweites Raster. Und hier nehmen wir die Vorlage kartesisch frei. Und bei einem kartesisch freien Raster, wie der Name schon zeigen soll, haben Sie jetzt frei die Möglichkeit, Rasterlinien zu definieren. Und wenn wir uns jetzt auf die Ecke hier beziehen wollen, dann bräuchten wir vielleicht bei 0 eine Rasterlinie. Dann sehen wir hier oben bei 6 Meter. Dann 5 Meter dazu, dann sind wir bei 11 Meter. Als nächstes kommt ein Stück 2,50 Meter, da sind wir bei 13,50 Meter. Dann kommen wieder 5 Meter, also sind wir bei 18,5. Halt, 18,5. Nach den 5 Meter wieder 3 Meter, dann sind wir bei 21,5. Und dann nochmal 5 Meter, sind wir bei 26,5. In S-Richtung bei 0 und dann sehen wir hier die Maßkette 7 Meter. Also tragen wir hier nochmal eine 7 Meter ein. Und jetzt setzen wir das zweite Raster an die gewünschte Stelle. Und jetzt haben wir zwei Raster ineinander platziert. Einmal lokal das freie Raster, um eben diesen Aussteifungskern zu modellieren. Und dann haben wir noch das größere Hauptraster. Also da haben Sie alle Freiheiten, mehrere Raster auch in Kombination zu verwenden. Gut. Und jetzt modellieren wir auch ganz kurz noch das Beispiel. Und bevor wir jetzt loslegen, vielleicht noch ein weiterer Tipp. Sie sehen, wenn ich jetzt mit der Maus mein Modell berühre, dann werden verschiedene Elemente angeleuchtet. Das heißt, ich sehe jetzt, ich bin im Bereich des Rasters oder im Bereich des PDFs. Und das kann natürlich dazu führen, dass so ein Eindruck entsteht, mein Bildschirm flackert die ganze Zeit. Das kann man steuern. Und das sehen Sie hier rechts. Hochkant steht hier Selektion. Das können wir anklicken. Und hier können wir entscheiden, welche Positionstypen selektierbar sein sollen. Und hier nehmen wir uns einfach Raster und PDF raus. Und jetzt wird hier nichts mehr angeleuchtet. Ich kann natürlich das Raster auch nicht markieren. Das ist aber gar kein Problem, weil wahrscheinlich wollen Sie ja auch das Raster ab einem gewissen Moment nicht mehr permanent selektieren. Sie können aber jederzeit über das Eigenschaftenfenster die Raster immer noch mit ihren Eigenschaften prüfen, einsehen oder eben die Selektion jederzeit wieder durch das Setzen dieser Häkchen ermöglichen. Ja, und jetzt modellieren wir. Wir fangen mit der Decke an. Registerbauteile, Schaltfläche, Decke. Wir wählen hier vielleicht mal eine andere Deckenstärke als immer die 20 aus der Vorlage. Gehen wir mal auf 24 cm. Ja, und den ersten Klick, der wäre jetzt ja hier auf der Stütze für die Decke viel zu kurz. Wir berühren einfach oder wir setzen erstmal den Ursprung an diese Stelle. Und jetzt fahren wir mit der Maus einfach mal in die gewünschte Richtung, nach links unten, drücken auf die Taste X, dann steht da minus 1, tragen wir ein, Y minus 1, Enter, damit haben wir den Startpunkt jeweils wie hier vermaßt 1 Meter nach links und unten verschoben. Und den zweiten Klick, da fangen wir die Stütze nicht anklicken, drücken auf die Taste X, da sind wir bei 49, da schreiben wir dran plus 1. Und Y 17 plus 1, Enter. Und wir haben die zweite Punkt gesetzt, die Platte modelliert. Und für die weiteren Bauteile, wie jetzt zum Beispiel die Stützenlage aus Stahlbeton, da sehen wir auch die Eigenschaften. Die klicken wir jetzt natürlich einfach an die gewünschte Stelle. Ich denke, das ist jetzt klar. Das ist ja der Vorteil eines Rasters, dass wir uns jetzt mit der Eingabe der Geometrie nicht mehr so stark beschäftigen müssen, weil wir ja gewünschte Geometriepunkte anklicken können. Genauso natürlich auch dann bei der Wandlagerung aus Stahlbeton. Dann nehmen wir eine gelenkige Verbindung und dann können wir die entsprechend auch modellieren.
Gut, das war unser viertes Beispiel zu der Eingabe mit Rastern. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Beispiel. Und zwar das letzte Beispiel behandelt jetzt folgende Situation. Hier nochmal kurz das Dokument geöffnet. Sie sehen, wir haben vom Architekten DWG-Dateien erhalten oder DXF. Das macht hier in Mikrofee von der Bedienung keinen Unterschied. Und jetzt können wir ja folgende Situation uns vorstellen. In der Regel werden Sie ja Pläne im DWG-Format erhalten. Das heißt, wir haben einen Planrahmen mit einem Planstempel. Da sitzen jetzt vielleicht sogar nicht nur so wie bei mir nur ein Grundriss, sondern da sitzen bei Ihnen vielleicht auch mal mehrere Grundrisse in diesem Modell. Und diese zwei Varianten wollen wir uns angucken. Und zwar gehen wir wieder ins Register FE-Modell. Ich sehe gerade, Herr Heuss hat einige Fragen hier schon gesammelt. Die gehen alle in Richtung Bemessung. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fahren erstmal mit dem Beispiel 5 weiter fort, bis wir das Modell modelliert haben. Und dann gucken wir uns auch mal die Fragen an, die bisher aufgelaufen sind. Also, wir gehen auf Modell neu und wählen natürlich wieder aus Mikrofil 2D Platte. Das wird unser Beispiel 5. Ja, und wieder den Ausgangspunkt, den wir heute jetzt schon viermal so hatten. Wir gehen ins Register Start und direkt in der Nachbarschaft zum Raster finden wir den Schalter DWG oder DXF. Wie gesagt, wenn wir mit diesen Formaten arbeiten, für die Benutzerführung hier in Mikrofee spielt das Format keine Rolle. Also DWG funktioniert genauso wie DXF. Ja, und jetzt, wie gehen wir vor? Wir gehen auf diesen Schalter Öffnen und nehmen uns zuerst mal diese DWG-Datei Plan. Ja, und wenn wir diesen Plan jetzt platzieren, da haben wir hier oben die Eingabeoption Punkt. Wir klicken zum Beispiel hier in den Ursprung. Und dann haben wir diesen Plan platziert. Und im Nachgang haben Sie vielleicht jetzt noch die Idee, naja, diesen Plan, den will ich in den Ursprung verschieben. Ich hätte gern diese Ecke meines Modells am Ursprung. Also gehen wir auf Verschieben und klicken dann entsprechend die Ecke an, schieben es an die gewünschte Stelle. Und können im Nachgang natürlich auch noch überlegen, über das Bearbeiten, ob wir vielleicht den Plan wegschalten, um das Ganze noch etwas zu reduzieren. Das wird wahrscheinlich der häufige Weg sein, dass Sie eben einen ganzen Plan im DWG oder DXF-Format erhalten. Ja, anders sieht es aus, wenn wir nochmal in den Projektmanager blicken. Wenn wir eine DWG-Datei erhalten, die jetzt nur einen Grundriss beinhaltet, das ist vielleicht dann der Fall, wenn vielleicht ein technischer Zeichner bei Ihnen im Büro Pläne erstellt, Pläne vorbereitet, dann haben wir vielleicht auch mal eine solche Situation. Und wenn uns das vorliegt, dann können wir das nochmal ausprobieren. Wir nehmen jetzt die andere Datei mit dem Grundriss. Und jetzt nutzen wir hier oben die Eingabeoption automatisch in Folien Ursprung. Und jetzt sehen wir einen grünen Mauszeiger. Und jetzt spielt es gar keine Rolle, wo wir hinklicken. Ich klicke irgendwo in die Eingabefläche. Und wir bekommen das DWG oder DXF-Dokument an der Stelle eingefügt, an der der Zeichner, der Bearbeiter im CAD-System dieses Modell erzeugt und exportiert hat. Diese Variante ist besonders dann für Sie interessant, wenn Sie vielleicht auch AS-Werte an dieses CAD-System zurücküberführen. Dann hat man natürlich den Vorteil, dass die Lage der Modelle, Architektur, also das CAD-Modell und das Mikrofil-Modell geometrisch an der gleichen Stelle liegen. Das erreichen wir natürlich auch, wenn wir in der Worksuite arbeiten, mit Vicado arbeiten, durch unser Strukturmodell. Aber darum wollen wir uns ja heute in dem Webinar nicht kümmern. Da wird es noch ein separates Webinar dazu geben. Ja, und jetzt haben wir also diese DWG-Datei hier eingefügt. Und jetzt können wir die natürlich nutzen, um unser Mikrofee-Modell zu erzeugen. Ja, in der Variante würde ich jetzt vorschlagen, wir beginnen mit der Eingabe der Lagerung.
Also wählen wir hier Wandlage aus Mauerwerk aus. Eingabeoption Strecke lassen wir mal stehen. Wir wählen die Wandstärke. Wir haben hier 17,5 Mauerwerk, 2,80 Meter Wandhöhe und wählen natürlich den entsprechenden Mauerwerksstein aus, den wir brauchen. Ich lasse jetzt einfach mal die Werte aus der Vorlage stehen. Aber Sie sehen, wir haben hier einen sehr großen Umfang an Materialien, Festigkeitsklassen, die wir hier verwenden können. Ja, und jetzt sehen wir natürlich eine weitere Situation. Die Beispiele bisher, Beispiel 1 bis 4, wir sehen ja hier noch die PDF-Dateien. Da haben wir ja wunderbar die Systemlinie in der Wandachse bereits eingezeichnet. Die konnten wir ja direkt fangen. Also da haben wir eine gewisse Vorarbeit schon investiert. Aber in der Praxis, wenn der Architekt uns eine DWG-Datei liefert, der hat wahrscheinlich selten bereits diese Wandachse hier eingetragen. Deswegen wichtiger Tipp, wenn wir jetzt hier mit der Eingabe starten, in der Ausgangssituation haben wir also hier eine Führung zur Achse. Und für die Modellierung können wir das auch ändern. Hier oben sehen wir so einen kleinen Spickzettel, Bezugslinie umschalten mit der Tastenkombination Umschalt, also Shift plus B. Und wenn ich das jetzt hier mal ausprobiere, ich drücke die Shift-Taste und die B-Taste, dann können wir die Lage für die Eingabe verändern und dann modellieren wir hier jetzt mit unserer DWG-Datei. Hier oben wechseln wir auf die Eingabeoption Polygon und dann gehe ich hier einmal außen rum. Jetzt könnten wir wieder wechseln auf Strecke. Ich bleibe mal bei der Polygoneingabe, schließe also immer mit Enter die Eingabe entsprechend ab. Dann noch weiter nach unten, entsprechend nach links bis zur nächsten Fensteröffnung. Und das ist ja auch der Grund, warum diese DWG-Dateien ja bei Ihnen, bei den Anwendern auch so beliebt sind. Man kann die ja einfach dann die Geometrie anklicken und dann hier oben nochmal Shift B bis nach unten. Da können wir jetzt den Schnittpunkt, Konstruktionslinie, Wandachse anklicken. Denn auch wenn wir jetzt bezogen zur Außenkante modellieren, für Mikrofee ist immer noch entscheidend die Wandachse für die weitere mechanische Modellierung des Mikrofee-Modells. Ja, dann brauchen wir hier nochmal eine kleine Unterstützung, denn wir wollen jetzt auch wieder vielleicht bezogen zur Außenkante modellieren, aber hier habe ich gar keinen Schnittpunkt. Also, wie angedeutet, Schnittpunkt. Wir wollen einen Schnittpunkt erzeugen. Die Kante und die Wandachse. Da können wir das entsprechend hier rüberführen. Und im oberen Bereich können wir das nochmal ähnlich machen. Beziehungsweise da fehlt mir erst noch die senkrechte Wand. Die modellieren wir noch, diese Innenwand. Und dann nochmal hier horizontal genauso wollen wir natürlich auch einen Schnittpunkt erzeugen zwischen dieser und dieser Wand, dieser Kante. Und dann hätten wir jetzt durch Anklicken, durch Übernahme sozusagen der Geometrie diesen Grundriss modelliert. Wichtiger Hinweis, jetzt war das ein einfaches Beispiel. Wir konnten hier sehr exakt unsere gewünschte Geometrie anklicken. Aber wir wissen natürlich, Ihre DWG-Dateien aus der Praxis sind ja mitunter wesentlich komplexer. Da sind viel mehr Bauteile dargestellt. Da haben wir noch Schraffuren drin. Fensteröffnungssymbole, Kloschüsseln, Autos, Bäume, was auch alles drin ist. Und vielleicht merken wir dann, wenn wir das eingefügt haben, wir klicken hier in den Eigenschaften auf Bearbeiten. Wir haben auch gar keine Chance, die Kloschüssel jetzt auszublenden, weil der CAD-Kollege oder der Architekt hier keine Folien so angelegt hat. Also deswegen kann natürlich auch mal passieren, dass man mit einer DWG-Folie falsche Geometrie anklickt, die man gar nicht anklicken will. Und dann kann es sein, dass ein Wandlager vielleicht mal außerhalb der Platte liegt. Deswegen ein ganz wichtiger Tipp, wenn wir jetzt als nächstes die Platte modellieren, 20 cm lassen wir so stehen. Wenn wir jetzt die Platte modellieren, dann gehen wir hier oben auf das Kontextregister Fangen und schalten das Fangen der DWG-Folie ab. Damit kann Mikrofee wieder nur auf die Bauteile fangen. Sie sehen auch die Maßketten, da wird nichts gefangen, aber hier mein Lager
Erster Klick, zweiter Klick. Und damit habe ich eine gewisse Sicherheit, dass ich eben genau die Geometrie anklicke, die ich auch hier anklicken will. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt weitergehen und hier noch zwei Aussparungen in die Decke modellieren, gehen wir auf Bauteile zur Aussparung. Jetzt würde ich gern wieder DBG-Folien. Also mit anderen Worten sollten wir folgendermaßen vorgehen. Wir schalten immer dann das Fangen der Folie ein, wenn wir bewusst die Foliengeometrie übernehmen wollen. Zum Beispiel hier für die Definition der Aussparung. Das mache ich jetzt hier einfach zweimal. Und danach schalten wir das Fangen einfach wieder ab. Und wenn wir es irgendwann wieder brauchen, schalten wir es wieder zu. Auf die Weise haben wir einfach erreicht, dass im Vordergrund immer die Mikrofibbauteile stehen, wenn wir etwas markieren wollen. Auch hier sehen wir, wenn wir die Folie berühren, dann wird die angeleuchtet. Ich kann auch hier bei der Selektion entscheiden. Also die Folien will ich nicht selektieren können. Dann wird es auch etwas ruhiger, weil dieses Anleuchten dann entsprechend entfällt. Ja, damit haben wir schon mal die Lager modelliert. Wir haben die Decke modelliert. Die Aussparungen. Das Beispiel, was wir hier sehen, das hatten wir auch vor einigen Jahren bei der Erste-Schritte-Veranstaltung. Hier brauchen wir noch, um diese freie Ecke aufzunehmen, Überzüge, die wir einmal hier links und einmal rechts bzw. unten anordnen. Das lange ist hier die Draufseite, das kurze ist die Giebelseite. Also gehen wir mal auf das Register Bauteile und da haben wir den Schalter Überzug. Wobei der Überzug, der ermöglicht uns über die Vorlage auch zu wechseln zu einem Unterzug. Der Unterzug ermöglicht uns auch zu einem Überzug zu wechseln. Dieses Bauteil besitzt auch Eigenschaften, Festigkeitsklassen und wir brauchen hier einen Querschnitt. Und da müssen wir Folgendes beachten, wenn wir jetzt so ein Bauteil Über- oder Unterzug modellieren. Wir definieren einmal Querschnittsinformationen zum Balken und zur angrenzenden Platte. Und damit legen wir einen Querschnitt fest, der von Mikrofib bemessen wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Überzug modelliere, wir sind ja hier unterhalb der Fensterbrüstung, wir machen den mal 70 cm hoch und nehmen eine Balkenbreite von 20 cm. Was machen wir bei der Platte? Da steht jetzt 60 cm. Das würde bedeuten, Mikrofib bemisst hier immer einen symmetrischen T-Querschnitt. Das heißt, in unserem Falle, die 40 cm, die die Platte breiter ist wie der Balken, stehen 20 cm links, 20 cm rechts über. Wenn ich also jetzt hier am Rand meiner Platte bin, da habe ich ja auf einer Seite gar kein Fleisch, gar kein Material. Deswegen würde ich jetzt hier eine Plattenbreite von 20 cm eintragen und damit erreichen wir, dass Mikrofib einen Rechteckquerschnitt bemisst, der 20 cm breit ist und 70 plus 20, also 90 cm hoch ist. Also, wenn Sie einen Rechteckquerschnitt bemessen wollen, gehen Sie bitte genau so vor. Denn wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, naja, ich trage mal bei der Platte 0 ein und bei der Höhe 0 und dann bemesse ich einen Rechteckquerschnitt 20 auf 70, dann verlieren wir einen Teil der Schnittgrößen, denn Mikrofib ermittelt hier Schnittgrößen in der Platte und Schnittgrößen im Balken und beide Schnittgrößenanteile müssen ja berücksichtigt werden. Und wenn ich hier die Plattenbreite auf 0 setze, dann wird die Schnittgröße in der Platte mit 0 multipliziert und ist damit weg. Also ganz wichtig, in diesem Falle trage ich hier auf der sicheren Seite liegend, also die eine Seite unterschlage ich damit, wo sich ja auch eine Platte ausbreiten könnte. Nehmen wir hier 20 cm und dann modellieren wir unseren Überzug. Da sehen wir, da ist noch die Bezugskante anzupassen, Shift B. Da will ich wieder auf die Achse und dann modelliere ich hier entsprechend zwei Überzüge an die entsprechende Stelle. Gut. Jetzt hätten wir das Modell im Prinzip so weit erzeugt. Vielleicht bei dem Modell ist es ja schon entscheidend, diese freie Ecke, die hat ja entsprechend
das aufgehende Obergeschoss zu tragen. Deswegen würde ich jetzt hier gerne noch ein paar Lasten definieren. Ich mache das jetzt mal einfach. Ich gehe hier auf eine Linienlast, nehme die Eingabeoption Strecke über zwei Punkte und dann sagen wir einmal aus Eigengewicht, also für die Einwirkung GK, Lastfall 1, setzen wir hier 13 kN pro Meter an und für die Nutzlast, Lastfall 2, gehen wir mal auf 6 kN. Also mir ist klar, das ist eine Vereinfachung. Im Bereich der Giebelwände ist die Last geringer, aber ich will jetzt mich nicht zu sehr heute mit diesem Punkt der Lasteingabe aufhalten und trotzdem für diesen Eckbereich ein halbwegs realistisches Lastniveau erreichen. Gut, damit hätten wir die Modellierung vom Beispiel 5 auch abgeschlossen. Vielleicht gucken wir jetzt mal kurz auf die Fragen, die hier aufgetaucht sind, was bisher der Herr Heuss hier vorbereitet hat. Gut, die erste Frage betrifft den Wechsel eines Linienlagers von Mauerwerk zu Stahlbeton. Das ist eine super Frage, die passt perfekt zu meinem Beispiel. Und zwar gehe ich mal ganz kurz hier ins Register Ansicht und dann nehmen wir mal das Ganze in der 3D-Darstellung und wir gucken uns die Auswirkungen an, die Linienlagerergebnisse. Und dann sehen wir natürlich hier unser kurzer Wandabschnitt, der bekommt hier einiges an Last. Vielleicht klappt das mit der Mauerwerkswand nicht so gut, beziehungsweise vielleicht wollen wir als Tragwerksplaner auch ruhig schlafen, deswegen kommt hier eine Stahlbetonwand zum Einsatz. Und die Frage ging ja in die Richtung, warum kann ich die Linienlager von Mauerwerkswand nicht zu Stahlbetonwand ändern, ohne die löschen zu müssen. Und da gibt es natürlich eine Lösung. Und zwar, wenn wir jetzt wieder auf das Register Bauteile gehen, auf das Register Auflager gehen, Entschuldigung, dann gehen wir jetzt auf das Stahlbetonwandlager und entscheiden uns für die passende Vorlage. Wir sehen alle Eigenschaften und es gibt eine Eingabeoption, die heißt Linienlager ersetzen. Und die ist genau dafür gedacht. Und Folgendes wird jetzt passieren. Wenn ich ein Linienlager ersetze, dann wird Mikrofee die räumliche Lage und die Ausdehnung beibehalten, wird aber die Eigenschaften aus der von Ihnen gewählten Vorlage übernehmen. Weil vielleicht ist ja die Wand, Mauerwerk hier war 17,5. Vielleicht sagen Sie ja, eine 17,5 wird die Mauerwerk, die Stahlbetonwand nicht geschalt. Wir schalen hier eine 20 cm Wanddicke und packen dann Dämmung außen drauf. Die Dämmung ist dann da in dem Bereich 2,5 cm dünner. Aber wir wollen keine Stütze oder kein Stahlbetonwandbauteil, was 17,5 cm dick ist. Und genauso wählen wir natürlich eine Festigkeitsklasse aus. Also Wanddicke 20 cm, Wandhöhe sind 2,80 m. Und jetzt klicken wir einfach das Lager an. Und jetzt haben wir aus dem Mauerwerkslager eine Stahlbetonwand gemacht. Also damit würde ich jetzt sagen, die erste Frage beantwortet. Also nein, wir müssen das nicht unbedingt löschen. Wir können hier auch einfach umwandeln und eine Vorlage verwenden. So, die nächste Frage, die hier auftaucht. Gut, die nächste Frage behandelt Stürze. Das ist jetzt zeitlich vielleicht ein bisschen eng. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen. Und zwar, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel diese Situation angucke, ich denke, wir kriegen das aber hin. Wir haben jetzt hier die Situation, in dem Bereich des Fensters haben wir jetzt bei der Modellierung kein Linienlager erzeugt, weil wir unterstellen, hier ist die Platte nicht gelagert. Kennen wir ja häufig, das Fenster bringt den Rollladenkasten mit und wir sehen im Rohbau die Decke. Aber manchmal braucht man hier natürlich auch einen kleinen Sturz, der die Lasten dann entsprechend überträgt. Wenn wir einen Sturz berücksichtigen wollen, also Sturz verstehen wir hier auch wirklich ein kurzes Bauteil, also keinen Unterzug, der 5, 6, 7 Meter gespannt ist, sondern wir haben hier ein kleines Bauteil, was hier in dem Falle vielleicht mal 1,50 Meter gespannt ist. Und dann gehen wir folgenden Weg. Wir gehen ins Mauerwerkslager, erzeugen hier eine Lagerung, das wäre hier 17,5.
Und wir sehen hier weiter in den Eigenschaften gibt es das Register Übergabe. Und hier können wir die Option Sturz auswählen. Und dann gibt es noch die Frage nach der Wandhöhe und überm Sturz und die Brüstungshöhe, die wir hier eintragen können. Ich habe hier eine Fensterwand. Eine Fensterwand. Ich habe hier eine Fenstertür. So, das wollte ich sagen. Ich habe hier eine Fenstertür, deswegen trage ich die Brüstung zu 0 ein. Und wie viel Wand ist noch überhalb vom Sturz? Da sind vielleicht noch 20 Zentimeter. Und jetzt modellieren wir über diese Strecke mit zwei Klicks entsprechend ein Linienlager. Und dieses Linienlager ist jetzt blass gezeichnet. Und Folgendes müssen wir beachten. Deswegen auch der Hinweis, dass wir hier nur von kurzen Bauteilen ausgehen. Mechanisch für das FE-Modell ist die Platte über diese Strecke kontinuierlich linienförmig gelagert. Also das mechanische Modell merkt jetzt hier keinen Unterschied. Aber Mikrofee bereitet Belastungen vor, um diesen Sturz in der Baustatik zu bemessen. Das funktioniert dann folgendermaßen. Ich schließe jetzt das Mikrofee-Modell, denn Folgendes ist als Vorarbeit erforderlich. Die Baustatik haben wir ja hier bereits offen. Also legen wir eine neue Position in der Baustatik an. Und als Vorbereitung müssen wir erstmal das Mikrofee-Modell in die Baustatik holen. Das wird dann D06 in meinem Beispiel hier, Decke EG. Und das Modul, was wir hier nutzen, S019, wir greifen auf das Mikrofee-Modell Beispiel 5 zurück. Jetzt wird das komplette FE-Modell in der Baustatik ausgegeben. Und wenn wir das Bauteil jetzt markieren, das Bauteil Decke, dann entsteht hier oben das Kontextregister-Detailnachweis und ich kann auf meinen Fenstersturz W1 zugreifen. Wahlweise mit dem Baustatikmodul 310, das ist das Sturzmodul 340 oder auch 580, das ist die Bemessungstabelle, wenn ich also nur einen Querschnittsnachweis führen will für den Fenstersturz. Ich klicke jetzt mal die beiden vielleicht an. Damit bitte beachten, damit bemesse ich das Bauteil zweimal. In der Praxis würde ich das natürlich nicht machen, nur um Ihnen mal diese beiden Wege zu zeigen. Denn 340 ist im Prinzip vergleichbar zu dem 301. Und dann vergeben wir hier eine Bezeichnung. Und jetzt sehen wir, die Position 310 haben wir hier erzeugt bekommen. Die Länge 1,70 Meter wurde jetzt in Mikrofee ermittelt. Genauso diese Belastungssituation, diese Designlasten, die wir hier sehen, und kriegen damit jetzt eine Bewährungswahl für diesen Fenstersturz. Und bei der Querschnittsbemessung, da muss ich noch mal gucken, da ist jetzt leider was schiefgegangen. Schade. Aber bei der Querschnittsbemessung würden wir jetzt hier einen Querschnitt übergeben bekommen und diesen Querschnitt entsprechend, Moment, diesen Querschnitt, den bekommen wir dann auch mit Schnittgrößen, also mit einem Bemessungsmoment und einer Bemessungsquerkraft ausgestattet. Gut. So, das war die nächste Frage mit dem Sturz. Ja, dann gibt es eine Frage, wenn wir jetzt nochmal in das Modell zurückgehen. Vielleicht gehen wir mal in das Beispiel 3 zurück. Und da sehen wir jetzt, bei den Bauteilen habe ich auch die Möglichkeit, einen Stahlstab zu modellieren. Das heißt, das wird als Unterzug jetzt zum Beispiel verwendet, um unsere Platte hier noch entsprechend zu stützen. Und jetzt ist zum einen Folgendes passiert. Unser FE-Modell wird jetzt an dieser Stelle mechanisch verstärkt. Das heißt, wenn wir uns gucken, ob wir die Auswirkungen der Proportion hier sehen. Wenn wir uns mal Verformungen betrachten, dann sehen wir natürlich, hier wird die Decke oben gehalten. Wir haben hier natürlich dann Lasten auf diesen Balken gezogen.
Die mechanische Formulierung ist standardmäßig in Microfee mit enthalten. Wenn Sie auch eine Eurostar-Stahl-Lizenzierung auf dem Rechner haben, dann wird auch dieses Bauteil hier bemessen. Bei meinem Rechner ist das der Fall. Deswegen kann ich hier auch auf den Stahlnachweis klicken und sehe jetzt, ich bin hier bei 13% Ausnutzung. Also das hängt dann am Lizenzumfang Ihres Rechners zusammen, ob hier auch ob der Schalter Bemessung aktiv ist. Gut, was haben wir noch an Frage? Wie wird Materialeigenschaft einer orthotrauben Platte modelliert? Da gehen wir vielleicht noch mal zurück in ein anderes Modell. So, und jetzt haben wir ja hier unsere Platte. Gehen wir in die Eigenschaften. Dann sehen wir bei Materialquerschnitt ist im Standardfall hier isotrop gewählt. Das heißt, wir haben hier einen Querschnitt, der in jede Längsrichtung gleiche Eigenschaften aufweist. Und wir können auf orthotrop klicken und können jetzt entscheiden über ein Verhältnis E1 zu E2, wie sich die beiden Hauptachsen in Längsrichtung unseres Materials, unserer Decke verhalten. Das funktioniert folgendermaßen. Über die Auswahl der Festigkeitsklasse wird ja grundsätzlich der E-Modul ausgewählt. Deswegen kann ich jetzt hier sagen, okay, der E-Modul E2, der ist zum Beispiel nur noch 10%. Auf 0 können wir das nicht setzen. Das ist mechanisch, numerisch nicht möglich. Eine gewisse Reststeifigkeit müssen wir hier immer zurückhalten. Und dann trage ich hier mal zum Beispiel 10% ein. Und die Hauptrichtung ist hier die entsprechende Richtung, wie wir hier zum Beispiel jetzt aktuell die Positionsnummer PL1 sehen. Das heißt, die Nebenrichtung wäre hier senkrecht und das können wir dann natürlich auch bei den Verformungen entsprechend dann natürlich betrachten. Da wird sich unser Modell, das sehen wir hier an dieser Stelle, da ich jetzt die Quertragfähigkeit auf 10% gesetzt habe, das ist die Haupttragrichtung, das ist die Querrichtung, die hat jetzt nur noch 10%. Und dann sackt die Platte hier natürlich ganz deutlich ab, weil hier im Bereich der Haustür kein Lager vorhanden ist. Also wenn wir diese Platte so rechnen wollen, müssten wir hier vielleicht noch einen Unterzug modellieren, der dann in der Lage ist, die an dieser Stelle abgeschaltete Querlastverteilung zu übernehmen. Ja, was haben wir noch für eine Frage? Genau, dann geht es als noch gibt es noch eine Frage bei dem Wandeigengewicht bezüglich einer Lastweiterleitung. Wenn wir uns jetzt diese Decke hier betrachten, dann können wir ja im Register Auswirkungen auf die Linienlagerergebnisse schalten. Und das, was wir hier dargestellt bekommen, sind genau die Linienlagerreaktionen direkt unterhalb der Platte. Also da ist das Eigengewicht der Platte mit drin und alle Lasten, die auf dieser Platte von Ihnen modelliert wurden. Es gibt aber auch in Mikrofee die Möglichkeit, das sehen wir ja hier unter Einwirkungen, dass wir eine Lastübernahme durchführen können. Das heißt, das komplette Lastbild eines Geschosses, was oberhalb vorhanden ist, können wir auf eine weitere Decke übertragen. Und die Lasten, die jetzt zum Beispiel das aktuelle Modell bereitstellt für die Bodenplatte beispielsweise, das finden wir hier bei den Auswirkungen im unteren Teil der Schaltfläche, hier bei der Lastübergabe. Und dann sehen wir also, unsere Linienlagerungen werden hier als Lasten dargestellt. Nämlich, das sind die Lasten, das ist das Lastbild, was zum Beispiel auf der Bodenplatte angesetzt wird. Da müssen wir uns jetzt gar nicht weiter darum kümmern, die ganzen Geometriewerte abzutippen. Oder natürlich auch weiter unten sehen wir die einzelnen Lastordinaten. Ja, und die Frage, die jetzt da war, bezog sich ja auf die Eigengewichte. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier mal die Wand W2 angucken, dann sehen wir ja hier zwei Zeilen Lastfall 1 und da steht hier minus 9,8 Kilonewton pro Meter. Konstanter Wert, den finden wir überall hier bei den Wänden. Und das ist das Eigengewicht der Linienlager. Das heißt, dieses Protokoll, was ja die Belastung auf dem folgenden Modell darstellt, ist am Fußpunkt unserer Wandbauteile.
Also das Eigengewicht ist mit dabei und damit haben wir das Lastniveau komplett hier definiert. So, was haben wir noch für Fragen? Gut, Durchstandsnachweise, das geht jetzt zu weit. Unsere Zeit ist jetzt eigentlich so weit um. Wir können uns das ja vielleicht noch mal auf einen Zettel schreiben für einen weiteren Webinar-Idee oder schauen Sie sich auf der Homepage unsere Tutorials an. Da finden Sie auch viel Material. Wir können Ihnen gerne noch den Link in den Chatverlauf kopieren. Genauso die nächste Frage zu den ISO-Körben. Das geht. Wir können hier in Mikrofee ISO-Körbe der Firma Schöck modellieren. Auch hier achten Sie doch bitte auf unsere Tutorials im Internet. Das werden wir vielleicht in einem eigenen Tutorial dann noch beschreiben. So, dann ist noch eine Frage nach der Kombinationsbildung. Das passt hier nochmal zu unserem Beispiel. Wenn wir uns jetzt hier die Nachweise betrachten, zum Beispiel hier Biegebemessung der Platte, dann sehen wir ja hier schön bunt, schön grafisch die Ergebnisse. Und immer wenn wir uns hier so ein Ergebnis betrachten, dann sehen wir ja, wenn wir auf den oberen Teil der Schaltfläche klicken, haben wir die grafische Darstellung, können rechts entscheiden, welches Ergebnis dargestellt wird, R-Richtung unten, S-Richtung unten. Oder entsprechend S-Richtung oben. Das erreichen wir hier. Unterhalb dieser Trennlinie können wir die Art der Darstellung steuern. Das wäre dann zum Beispiel Darstellung nach Kuhmatten. Wenn wir uns den Schalter nochmal genauer betrachten, dann sehen Sie, der ist zweigeteilt und im unteren Teil der Schaltfläche bekommen Sie die sogenannten positionsorientierten Ergebnisse und die grafischen Ergebnisse angeboten. Wir stellen fest, hier bei den grafischen Ergebnissen steht Standardausgabe mit bei. Das heißt, das erhalten Sie im oberen Teil der Ausgabe. Wir klicken jetzt mal auf eine positionsorientierte Ergebnisdarstellung und da nehmen wir entweder detailliert, dann sehen wir alle Nachweise sehr umfangreich. Ich nehme jetzt mal die Zusammenfassung. Und dann sehen wir, in dieser Ausgabe gibt es hier die Ausgabe der Kombinationsbildung. Das war hier Ihre Frage. Und wir haben hier jetzt aktuell eine kompakte Darstellung. Das heißt, diese kompakte Darstellung erfolgt auf Einwirkungsniveau. Wir sehen also die Einwirkung GK. Also alle Lastfälle, die zur Einwirkung GK vorhanden sind, sind hier mit 1,35 untersucht. Und bei der Einwirkung QKN haben wir alle Lastfälle mit 1,5. Innerhalb, das müssten wir hier vielleicht gerade mal noch machen, das habe ich in dem Beispiel jetzt so nicht eingeplant gehabt, das ist aber kein Problem. Wir erzeugen hier noch Lastfelder und zwar klicke ich die zum Beispiel einfach mal so auf die Schnelle hier rein. Gehen wir noch mal zur Bemessung. Ja, und dann sehen wir also alle Lastfälle, und wir haben jetzt ja nochmal auf die Schnelle 10 Lastfälle erzeugt, werden trotzdem natürlich ungünstigst angeordnet. Ich habe jetzt aber hier keine Rückmeldung, welcher Lastfall denn genau entsprechend an welcher Stelle maßgebend wird. Das sehen Sie hier auch, die Lastfallkombination 1 bis 39. Also die 39 Kombinationen folgen alle auf Einwirkungsniveau dieser Vorschrift. Wollen Sie das genauer sehen? Dann gehen wir ins Register Nachweise und dort haben wir den Schalter hier rechts Nachweisführung. Und hier können wir uns für die Kombination entscheiden. Tabellarische Ausgabe auf Einwirkungsniveau, das ist voreingestellt. Ich kann natürlich auch entscheiden, ich will das auf Lastfallniveau ausgeben. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt wird die Tabelle natürlich länger, ganz klar, weil jetzt jede Kombination auftaucht. Also alle diese 39 Kombinationen, die Mikrofee hier automatisch gebildet hat, sind hier mit jedem Lastfall aufgeführt und ich kann das damit ganz exakt nachvollziehen, welche Laststellung jetzt Mikrofee für welchen Knoten im FE-Modell genutzt hat. Das sehen wir dann ja noch ein Stück weiter. Mit dieser Standardausgabe zum Beispiel hier F02, F02, da haben wir
ein Bemessungsmoment, eine Bewährung und hier wurde die Lastkombination 10 verwendet. Also können wir hier nochmal nachgucken in der Zeile 10, welche Kombinationsbildung hier verwendet wurde. Gut, im Prinzip sind wir jetzt soweit mit unserem Embinar durch. Alle Fragen, die jetzt offen waren, haben wir nochmal beantwortet. Herr Heuss hat etliche Fragen ja auch bereits während des Vortrags beantwortet. Und wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz zurück zu unserer PowerPoint-Folie. Und als kleiner Rückblick nochmal, wir haben jetzt eigentlich alle Beispiele mit dem M100.de bearbeitet, also das Grundmodul für Microfee, um Microfee 2D Platten zu bearbeiten. Grundpreis wären hier 1490 Euro. Ein Zusatzmodul habe ich angewendet. Das war das Modul M140.de, das war das Microfee einfügen. Das haben wir bei dem Beispiel 4 genutzt, um eben nicht immer wieder zum PDF wechseln zu müssen. Die Fragen, die noch kamen, das war einmal noch zum Durchstanzen. Das wäre noch ein Zusatzmodul, das steht jetzt hier nicht auf der Liste. Und zur Wiederholung nochmal, die Bemessung vom Stahlträger direkt hier im Modell setzt Eurostar Stahl voraus. Ja, und die Frage noch, auch nur zum Hinweis, nach dem Schöck Isocorp, die ist im Standardumfang enthalten. Ja, dann möchte ich Sie noch abschließend auf das nächste Embinar hinweisen. Auch wieder Dienstag, selbe Zeit. In einer Woche wird Herr Minnert wieder referieren. Hier geht es um den WU-Beton. Ich dachte, da kommt noch eine Folie. Und hier wird er, wie gesagt, auf die neuen Vorschriften, auf das neue Dokument eingehen, was hier vorliegt zum wasserundurchlässigen Beton. Damit verabschieden wir uns. Schön, dass Sie bei uns zu Gast waren, bei unserem Embinar. Und dann sehen wir uns ja bestimmt nächste Woche oder in den folgenden Wochen bei weiteren Embinaren. Vielen Dank und auf Wiedersehen.